Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zum JFD Live Trading TV. Hier und heute am Freitag. So, gab es eine kleine Rückkopplung, aber jetzt sind wir wieder da und darum geht es ja. Ich möchte Ihnen heute, das Thema hatte ich schon angekündigt, den Goldpreis mal vorstellen im Intraday-Verlauf. Und wir sehen hier zunächst ja, die von mir täglich präferierte Marktscannung hier vom Goldpreis jetzt mal im Einzelfall. Wir sehen hier rechts unten den H1, oben den M15 und hier den M5, um sozusagen jedes Zeitspektrum mal mitzunehmen. Gehen wir mal kurz in den M5. Da sieht die Rainbow-Struktur an sich jetzt uninteressant aus für meine Verhältnisse. Was ich suche, sind eben klar separierte Trendbewegungen, die sich eben hier durch einen klar aufgefächerten Rainbow darstellen, wie wir dies hier eben zuletzt beispielsweise jetzt vom 20.01. bis hier zum 21.01. hatten. Da sehen Sie hier diese sehr, sehr schöne gleichlaufende Rainbow-Struktur. Das ist ein Trend, das ist ein Trendmomentum. Wenn ich sowas sehe, dann springe ich da gern auf, um eben hier in Richtung der Trendbewegung unterwegs zu sein. Wenn wir jetzt hier weiter scrollen beim Goldpreis, dann sehen wir, dass es hier so ein bisschen schwer tut. Gestrigen Handelstag dann hier ein sozusagen einen Spin vollzogen hat, hier vom negativ separierenden Rainbow bis zu den Mittagsstunden, dann hier die EZB lässt grüßen, dann hier eine Auffächerung zum Positiven. Diese Früchte wurden jedoch nicht in den laufenden Handelstag mitgenommen. Wir sehen hier im grünen Rechteck die Asia Range und da sehen wir auch schon wieder, dreht der Rainbow hier im 5-Minuten-Chart schon wieder negativ ein. Wir sind aktuell 9,25 $ gelaufen. Vom Potenzial haben wir noch einiges vor uns. Das heißt, hier gute 10, 11 Dollar sind hier noch drin an Tagesrange. Ob die heute kommen, das wollen wir jetzt uns eben mal im Detail betrachten. Rainbow M5 uninteressant. M15 hier noch positiv separierend, aber wir sind hier ja schon nah dran an den unteren gleitenden Durchschnitten. Und Sie sehen, der Rainbow kippt auch hier deutlich zusammen. Ja, also Sie sehen hier diese silbernen Rainbows, die kippen hier schon deutlich in die farbigen, eben klassischen Rainbow-Strukturfarben rein. Und das sieht schon unschön aus. Der Stundenchart, das ist eben von Zeitebene zur Zeitebene auch immer natürlich wieder zu separieren, glänzt hier hingegen noch mit einem schönen Momentum, mit einem sehr, sehr schön aufgefächerten Rainbow, der hier eigentlich keine Wünsche offen lässt. Und hier, wenn man trendfolgend jetzt mal drauf achtet, wann hier wieder weiße, smoothe Heike-Naschi-Kerzen zum Beispiel auftauchen, dann könnte man das Setup zum Beispiel aus dem Stunden heraus, aus dem 4-Stunden-Chart heraus longen. 4-Stunden-Chart, gleiches Bild, also grundsätzlich hier mal gar nicht so schlechte Perspektiven, wenn man hier auf den höheren Zeitebenen unterwegs ist. Der Goldpreis selber, wie gesagt, hier jetzt in einer sehr, sehr interessanten Lage, gerade bezogen auf den Stunden-Chart. Und da will ich Ihnen jetzt nochmal den Chart kurz verwandeln. So, sehen wir auch hier die Asia Range, die leichte Konsolidierung, die kleinen Kerzen. Wir sehen sie gerade, wir holen uns sie nochmal ein Stück weiter ran. Sehen hier, die Wolla ist zurzeit förmlich eingeschlafen. Die Frage ist eben, was kommt jetzt hier am Nachmittag noch? Und da will ich mal kurz wieder die Statistik zu Rate ziehen. Da haben wir hier einerseits die Wochenstatistik, die sagt, der Freitag ist tendenziell ein schwacher Tag. Sogar der schwächste mit nur 41% positiver Schlusspreis. Das heißt jetzt nicht, dass jeder Freitag natürlich negativ sein muss, aber die Tendenz ist hier schon mal nicht so positiv. Im Overall Overview während der letzten 15 Jahre sehen wir hingegen der Freitag ein klar bullischer Tag. Also darf man sich hier aussuchen, wohin die Reise geht. Aus dem Stundenchart, also aus der größeren Zeitebene heraus, lässt sich jedoch auch noch erkennen, dass wir hier, und da bediene ich mich jetzt der Fuzzy-Logik, eine Vorausschau sehen, die ja, zunächst hier eine Stabilisierung in Aussicht stellen könnte, hier in den nächsten 1, 2 Stunden. Ja, also hier auf den frühen Nachmittag bezogen, mit Beginn der US-Vorbörse scheint sich hier so ein Boden zu bilden. Wenn der Goldpreis dieses Niveau halten kann, und da sprechen wir hier eben von Niveaus um 1293, wenn wir da jetzt nicht signifikant drunter ziehen, dann gilt es, und da gehe ich jetzt wieder in den MetaTrader 4 Chart, ja, 1293, das sind eben hier die Lows. Ja, das heutige Tageslow konkret bei 1292,71. Also hier dieses Level wichtig, wenn wir da jetzt uns stabilisieren, hier auf dem Niveau sozusagen attraktiv unterwegs bleiben, dann könnte sich, wenn wir hier entweder die Asia Range nach oben aufbrechen oder aber eben hier sogar das letzte Stundenhoch im Bereich 1297,07 nach oben überwinden,
Reaktionspotenzial bis zum gestrigen Tageshoch erschließen, dann wären wir hier im Bereich von 1307 Dollar. Das ist hier aktuell keine Wegstrecke, die als unerreichbar gilt, aber das wäre ein sehr, sehr schönes Niveau zum Attackieren, wenn es denn heute nochmal einen Aufwärtsimpuls nach oben gibt. Die Fuzzy-Logik, die sich hier anhand saisonaler und statistischer Rahmenparameter bedient, lässt darauf schließen, dass wir hier zum Nachmittag bis in den Abend hinein einen schönen Aufwärtsimpuls sehen. Und dies wäre eben hier untermauert, wenn wir das Stundenhoch eben überwinden, das aktuelle Stunden-Resistance-Level sozusagen 1296,99 oder dann eben hier das Hoch dieser Asia-Range-Kante von heute Morgen, das wären eben hier dann Preise über 1302. Dann hätte man hier durchaus Spielraum eben für eine Attacke hier Bereich 1306, 1307 US-Dollar je Unze. Und das ist dann auch definitiv ein Widerstandslevel. Wir sehen hier nämlich den Hochpunkt vom 21.01. hier eben vom gestrigen 22.01. auch das Level. Und hier haben wir jetzt einen signifikanten Widerstandsbereich, den es aber durchaus heute noch anzulaufen gilt, sofern wir eben hier neue Tageshochs machen. Das sieht ganz spannend aus. Insofern einfach mal beobachten, was der Goldpreis da macht. Hier nochmal abschließend jetzt auf Tagesbasis. Natürlich versuchen wir uns jetzt hier nach den jüngsten Anstiegen aus der letzten Woche auch heraus hier oben zu festigen. Und alles, was sich hier oberhalb, ja, von 1280, 1270 abspielt, ist eigentlich positiv zu werten und dürfte den Goldpreis auch mit Blick auf die nächsten Tage durchaus weiter antreiben können, also mit Blick speziell auf die kommende Woche. Insofern warten wir mal ab, was passiert. In jedem Falle Goldpreis spannend. Die Fuzzy- und Pattern-Logik wirft hier so einen gewissen Schatten voraus, den wir uns jetzt dann eben mal betrachten müssen, ob es denn so kommt. Neue Tagestiefs wären natürlich kontraproduktiv, aber da sind wir noch nicht und insofern gilt es abzuwarten. Ich sage jetzt an dieser Stelle schon mal vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, verabschiede mich mit dem Risikohinweis und dem Haftungsausschluss. An dieser Stelle natürlich nur Informationen wie immer und insofern noch einen angenehmen Handelstag und warten wir mal ab, was noch Spannendes passiert.